Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet. Vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das wann und wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Werden wir sein. Soli, damit kümmern wir uns um die nächsten Beweise für Robert du Sable. Wir müssen dahin, ne? Hey. Schubse. Nein. Das ist gut. In ganz Hier kommen wir hoch, perfekt. Ich habe mir gerade überlegt, wie kommen wir jetzt am besten hoch, weil da ist halt dieser Torbogen. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Ah. Alles klar. Kommt nicht näher. Nein. Ich nix machen diese. Nein. Ja, dann halt so. Passt. Perfekt. Das läuft. Und Abmarsch. Soli, jetzt haben wir noch ein paar. Bei der Grabeskirche wurde gesagt und wir gucken einfach mal. Wir müssen, aber hier haben wir ja auch noch vier von denen. Er rennt noch jemand um. Er rennt noch jemand um. Ich renne einfach generell. Da vorne. Ja klar, irgendwann müssten die mich entdecken. Überraschung! Geht schnell! Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Ihr könnt mich eh nicht leiden. Das kostet dich den. Was? Ja, chill mal deine Basis. Da vorne ist. Wenn ich eigentlich suche. Soli. Gleich sterben, wie sagst du? Ich komme gleich einen Pfeil oder einen Stein an den Kopf und auf einmal runter. Okay, wo sind wir die Leute? Okay, wir müssen uns wohl mit denen anreden. Hauptsache der ist was dabei. Nein. Nein. Das Schwert ist einfach so krass gerade. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist ein Sieg. Was? Alter.
Man spürt einfach, wie krass das Schwert ist. Was? Ciao. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Nächster Auftrag. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Auf diese Weise können wir die Sünden der Vergangenheit überwinden und ein besseres Morgen schaffen. Wir müssen stark sein. Wir müssen tapfer sein. Und wir müssen den Mut finden, unsere Feinde von einst nun unsere Freunde zu nennen. Die Kreuzritter kamen nach Jerusalem und brachten eine Gelegenheit, den Krieg zu beenden, auf dass wir eins werden. Weist sie nicht ab. Komisch. So eine Schande. Ach, oh, Zukunft. Batz. Und zurück. Und wir machen immer weiter. Okay. Oh, der hat gut getan. Der hat auch gut getan. Und der wird auch nochmal getan. Und der hinterher. Nein. Alter. Jetzt. Ihr sprecht von Frieden, aber es sind nur leere Worte. Nein, ich sage die Wahrheit. Warum behauptet ihr etwas anderes? Ihr seid ein Templer. Das bin ich. Dann seid ihr auch ein Lügner und Betrüger. Wie euer Meister. Wo ist er? Was hat er vor? Er sucht den Frieden. Ich schwöre es. Und als Beweis mögen seine Taten dienen. Ein Christ beim Begräbnis eines Moslems. Wir wollen all dem ein Ende setzen. Nur weil es euren Bedürfnissen dient. Aber unsere Absicht ist edel. Das Land wird unter unserem Banner vereint. Vereint durch Gewalt. Ihr würdet uns versklaven. Es ist zum Besten. Nein, ist es nicht. Und solange meine Brüder und ich atmen, werdet ihr nicht obsiegen. Krass. Okay, der Templer ist schon mal weg. Wir hätten noch eine Mission. Wir machen die mal schnell. Dann ist die auch durch. Eine kleine Spende. Ich bin arm und hier vorne? Ja, schön euch zu sehen, Bruder. Ihr seid wegen des Begräbnisses hier oder wegen Robert. Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten. Hier ist es ruhig. Vielleicht hat Tariq etwas gesehen oder gehört. Er ist nicht weit von hier postiert. Geht zu ihm. Seht, ob er etwas weiß. Schaffen wir schon. Meine Familie ist groß und ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Warum ist man ein bisschen, immer so ein bisschen weißer? Wenn man merkt, dass hier dann... Der... Stopp. Hier. Er wird vielleicht drunter sein, aber das ist okay. Halt! Ihr dürft hier nicht passieren! Alter! Was mag er haben? Ist er auf der Flucht? Das ist gar nicht so. Hier vorne ist er. Ihr kommt zur rechten Zeit, Alter, ihr. Bevor die uns ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. Alles klar. Hammer. Dann würde ich sagen, dann gehen wir ins Netz. Der Turm ist hier gerade ums Eck. So. Geht schnell! Ja, 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 ja. Ich bin so schnell wie möglich. Unterwegs. Hoppala. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Fuck mich doch nicht ab, Alter. Hoppala. Entschuldigung. Habe ich ihm jetzt wehgetan? Da vorne ist ein Templer. Der kann sein Schwert nicht mehr ziehen. Ach, nö. Ja. Nee. Sorry. Alter, schon wieder die halbe Welt gegen mich.
Zack, weg. Aber die Kämpfe fallen jetzt leichter, deutlich leichter mit dem neuen Schwert. Au. Und? Danke fürs Treffen. Was? Was hätte ich nur ohne ihn gemacht, wenn er ihn nicht getroffen hätte? Nee, was hätte ich gemacht, wenn er ihn nur nicht getroffen hätte? Schöner Treffer. Du musst da heilen. So. Der ist weg. Das ging ja recht schnell. Da ist er. Oh, da vorne ist noch einer. Und Schneckel, die Schneck. Ich glaube, von hier aus kommen wir perfekt hoch. Ideal. Ideal. Hoch, 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 hoch. Soli, da vorne ist das Ding, oder? Ja. Perfekt. Mal schauen, ob wir hier eine Mission finden. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Oh ja, da müssen wir nur noch eine Mission machen. Das ist jetzt hier Abhören. Der Abhörskandal. Uns hinsetzen. Auf geht's. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Hm. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Okay. Und damit haben wir alles für Roberts Beerdigung und können, weil wir ja so unglaublich flott waren heute, können dementsprechend auch noch Roberts Mord hinter uns bringen. Wir assassinieren ihn. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ist der verrückt? Eine Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Perfekt. Boah, endlich weit genug entfernt. Weil die merken sonst immer so schnell, dass wir es sind. Als Assassine. Und so, dass wir alter Irre sind. Und hoch. Jo. Danke. Oh ja, das ist gut gelaufen. Ich mag es immer nicht, wenn man eine Leiter sieht, warum nicht die Leiter nutzen soll. Aber naja gut, er nimmt dann halt einen anderen Weg. Aber ich sage, es ist eine Ehre, dein Leben im Dienst so ein Narr zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren. So. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Mhm. Ich weiß viel über den Feind. Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln. Um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Okay.
Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Alter hier. Auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Das stimmt schon. Er ist nicht mehr der Alte. Er ist nicht mehr der, der unbedingt Leute umnieten will. Und das um jeden Preis. Und er ist auch nicht mehr der, wo er sagt, naja, ich bin der krasseste Dude auf dieser Welt. Also, er hat sich schon krass gewandelt. Und da muss ich ihn verloren. Wow. Sodli, dann... Ist mal wieder soweit. Oder ist jetzt sogar das Ende? Soweit. Wir kommen unserem Ziel näher. Unserer Rache auch ein Stück weit näher, ne? Wo man sagen muss, er hasst... Also das ist ja das, was Al-Mualem sagte. Hasst nicht eure Feinde. Das finde ich auch unglaublich wichtig. Also... Feinde zu hassen heißt aber auch immer... ein Stück seiner Macht, seiner Kontrolle... dieser Person dann abzugeben. Nicht wahr? Nicht Schwäche zu offenbaren, also Schwäche ja, aber man gibt dem Gegner dadurch etwas. Und das ist der Hass. Und das ist auch damit verbunden Energie, die man für diesen Hass auch aufbringt. Also, und natürlich, man verliert seine Konzentration dadurch. Nicht wahr? Er hat mich gesehen, der da hinten. Halt die Fresse. Ich wollte jetzt hier einen schönen Mord machen, aber was macht der? Oh, das war jetzt Zufall. Aber das erste Mal, dass er springt, obwohl ich das nicht wollte. Also dahin springt. Ich kann nicht runter. Ich kann nicht runter. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern. Alles klar. Der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Mama, was macht denn der Behinderte da hinten? Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Was passiert jetzt? Oh, sorry, Leute, das ist... Kann ich irgendwie nochmal zurück? Es ist doch so bekloppt, Entschuldigung, bitte. Ja, dann sitzt er da halt und dann... Oh. Heidenei. So, wir setzen uns nochmal den Kladderadatsch fort. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Da auf einem Stein! Anstatt an das Gespräch zu gehen, anständig. Och nö, ich muss nochmal das ganze Gespräch machen. Jawohl, ja klar. Ihr verbreitet den Geruch des Erfolges, Bruder. Aha! Ich weiß viel über den Feind.
Dann teilt euer Wissen. Sehen wir, ob es uns weiterhilft. Robert und die Templer ziehen durch die Stadt. Sie sind gekommen, um Mashtadin die letzte Ehre zu erweisen. Sie werden sein Begräbnis besuchen. Also werde ich das auch. Warum sollten die Templer seinem Begräbnis beiwohnen? Ihre wahren Absichten habe ich noch nicht erkannt, aber ich werde mir Gewissheit verschaffen. Das Volk ist geteilt. Viele fordern ihr Leben. Andere glauben zu wissen, dass sie hier sind, um zu verhandeln, um Frieden zu schließen. Frieden? Ich sagte es euch. Die anderen, die ich erschlug, sagten dasselbe. Das würde sie zu unseren Verbündeten machen. Und doch töten wir sie. Macht keinen Fehler. Wir sind nicht wie diese Männer. Auch wenn ihr Ziel edel erscheint, ihre Wege, es zu erreichen, sind es nicht. Zumindest, das ist, was Al-Mualem mir sagte. Wie lautet euer Plan? Beim Begräbnis trete ich Robert gegenüber. Je eher, desto besser. Möge das Schicksal euch hold sein. Malik, bevor ich gehe, habe ich euch etwas zu sagen. Heraus damit. Ich war ein Narr. Normalerweise würde ich nicht widersprechen, aber was soll das? Was meint ihr? Die ganze Zeit. Ich sagte nie, dass es mir leid tat. Ich war zu stolz. Ihr verlort euren Arm wegen mir. Und Kadar. Ihr hattet jedes Recht, mir zu misstrauen. Ich akzeptiere die Entschuldigung nicht. Ich verstehe. Nein, ihr versteht nicht. Ich akzeptiere sie nicht, weil ihr nicht derselbe Mann seid, der mit mir in Salomons Tempel zog. Und daher müsst ihr euch nicht entschuldigen. Malik. Wenn ich nicht so voller Neid gewesen wäre, ich wäre nicht so unachtsam gewesen. Ich trage genauso viel Schuld. Sagt so etwas nicht. Wir sind eins. So wie wir den Ruhm unserer Erfolge teilen, sollten wir den Schmerz unserer Niederlagen teilen. So wachsen wir zusammen. So werden wir stärker. Danke, mein Bruder. Ruht euch aus, Altair, auf dass ihr dem, was vor euch liegt, gewachsen seid. Gut, wenn man mehrfach Enter hintereinander drückt, dann, ja, dann kann man auf einmal so eine Art nähere Perspektive einnehmen. Nächster Fall. Den englischen König hat ein Heer von Ungläubigen. Er wird sich verletzen gegen den Willen Gottes. Ich werde jetzt einmal hier querbeet durchrennen. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Sorry. Vorsicht! Oh, meine Güte, ey. So eine Scheiße. Das ist aber echt, das ist super behindert. Das ist echt nicht schön gewesen. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geh. Solch ein Lama scheint in Eile zu sein. So lieb. Wovor flieht er nur? Ich springe diesmal nicht kurz vor die Sequenz, sondern wenn ich springe, dann. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Halt die Fresse. Ihr geht mir alle so auf die Nerven. Nachdem ich den Weg nochmal neu laufen muss, weil ich auf der Sequenz hängen blieb. Also auf dem Stein hängen blieb. In der Sequenz. Ihr habt mich ganz schön rennen. Ja, toll. Ja, klar. Aber das macht Sinn. Was tut dieser Name denn? Bitte, habt ihr Geld für mich? Was tut ihr denn? Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Bitte. Ja, toll. So, dann treffen wir jetzt alle. Nein. Eins, zwei, drei. Weg. Weg. Eins, zwei, drei. Oh ja, den habe ich auch schon erwischt. Nein. Jo, er ist nur noch du. Oh, schöner Move. Was wollen wir mit dem machen? Das da. Jetzt. Und ich kann reinlaufen.
sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Adin zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Amen. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht. Aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Schuss! Ist ja nicht so, dass ich dieses Problem... Oh ja. Irgendwoher kommen Pfeile. Komm, lass das sein. Okay. Der ist aber sehr stumm dafür. Und dass er mal so redsam war. Moment. Ganz kurz. Der Typ da oben nervt mich ein bisschen. Aua! Ich möchte gerne rennen! Was ist das denn für der Kacke wieder gewesen? Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie den... Der wollte die ganze Zeit springen, habt ihr das gesehen? Ich wollte nämlich die Bogenschützen erledigen. Weil die dann schon ein bisschen nervig waren auf Dauer. Verpiss dich. Ihr merkt das ja, ne? Ich bin ja nicht doof. Aua. Da. Ich kann den halt nicht treffen, so. Okay, der ist genug. Es sind nur zwei, glaube ich. Okay. Und jetzt können wir wieder miteinander reden. Hey, Ruby. Ja. Wollte aber wieder voran. Jo, also wie eine Frau. Also, das ist Joan of Arc. Jo, definitiv. So, wollt ihr noch alle? Aua! Be careful! Ich wollte gerade wegspringen! Da muss ich wohl ein bisschen... Ich konnte halt schon... Ich konnte schon wieder nicht wegrennen. Ich wollte zumindest ein paar Schritte zurückgehen. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie. Ich krieg gerade so dezent Aggression. Oh,
Welche passen da die? So. Sehr schön. So, jetzt würde ich aber gerne, weil ich ja nicht rennen kann. Alter, wenn so etwas passiert, chillt mal. Ich möchte gerne rennen, danke. Okay, wir gehen hier hin. Da können die uns nicht treffen, das ist vielleicht noch besser. Also. Da ist eine Frau. Lustig. Ist die letzte. Treffer. Boah, das war stark. Sorry, das war gerade. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazinen und Kreuzritter sollen sich vereinen gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Oh, okay. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Alter, das nette Dings da hinten. Der. Also erstmal ist es krass, weil er hat das erste Mal nicht gemordet, obwohl die Person ja nicht war. Es war ja nicht das Ziel. Also das fand ich das. Super spannende. Und das zweite ist, warum hat er nichts gemacht, was irgendwie furchtbar schlimm ist gerade hier? Also man kann diesen doppelten Eingriffen tatsächlich ausweichen. So, weg. Danke. Weg. Oh, sind so viele von denen unterwegs, hm? Schade, jetzt aber. Sehr schön. Oh ja. Nein. Lass es einfach. Nein. Und tot. Ich habe Sorge, dass... Das gegen Robert ein bisschen anstrengender wird.
kimme boyne mit gestürzt. Ah, der ist weg. Oh ja. Welche Part in der Wiese? Na mal, alle aus unserer Kreide. Weg. Kannst du glauben, ich bin nicht zu können. Weg. Oh, das ist der... Wie viel Teil? Der 100. Ah, oh, der nächste. So. Oh. Da kommt halt noch einer. Danke. Ja, toll. Danke, Merkel. Überall deine Wachen postiert. Nein, Quatsch. Was hat die Bundesministerin damit zu tun? Nichts. Wisst ihr, was ich ironisch finden würde? Wenn man zum... Also wenn sie dann ihre Regierungszeit zu Ende ist, dass man tatsächlich irgendwie so einen Aufruf startet. Danke, Merkel. Dann setzt man das sogar nochmal positiv. Nervig. Da hinten rennt nur einer mir hinterher. Jo, das war der letzte. Guti, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.